Yo Leute, willkommen wieder zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Und zwar sind wir jetzt endlich im dritten Kapitel angelangt. Wir sind in Falkenheim. Genauer gesagt sind wir im Backstage-Bereich der Arena. Weil Mario selber hat sich auch als Kämpfer eintragen lassen. Das Sternenwild befindet sich nämlich zufälligerweise am Meistergurt des Champions. Und den müssen wir besiegen, sonst gehört uns der Sternenwild nicht. Und ihr habt gemeint, hier in dieser Kiste soll tatsächlich ein Orden drin sein, der Fortuna-Orden. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden, den Mario leider tabiert. Cool, danke nochmal für den Tipp, wusste ich gar nicht mehr, dass da ein Orden drin war. Haben wir den nicht eigentlich sogar schon mal oder haben wir den noch nicht? Mal kurz gucken. Fortuna. Ah ne, wir hatten Fortuna P für den Paten, aber normal Fortuna noch nicht. Naja, gar nicht mehr so schlecht. Was wir halt auch schon haben, hier den Kraft plus P Orden. Angriffswert deines Mitstreiters steigt um 1. Aber der braucht 6 Ordenpunkte. Das ist echt viel. Und Problem ist, wir haben erst vor kurzem ein Level Up gehabt. Ich habe nämlich gerade nur 4 Sternpunkte. Das ist jetzt nicht so viel. Aber naja, wir müssen auch ohne auskommen. Auf jeden Fall müssen wir ziemlich viele Kämpfe bestreiten, bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben, gegen den Champ anzutreten. Wir sind ja gerade mal in der zweiten Liga und müssen in die erste und erst dann wird es uns möglich sein, irgendwann gegen den Champion antreten zu können. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal weiter mit unseren Kämpfen. Wir haben im letzten Part noch nicht so viele gemacht. So, ihr seht schon, hier sieht es ziemlich runtergekommen aus. Das ist halt der Umkleideraum der zweiten Liga und dieser komische Block sieht sehr verdächtig aus und das Anmeldeterminal ist geformt wie ein Game Boy Advance. Das ist irgendwie ein cooles Easter Egg. So, hier könnte man kurz die Rangliste, könnt ihr sehen. Ich bin im Moment gerade mal nur auf Rang 18, also wir haben bloß 2 Kämpfe eigentlich gemacht, obwohl, nee, 3? 2. 2 haben wir gemacht, na klar, gegen die Gummibrüne und gegen die Panzerkämpfer. Die nächsten Gegner sind also das Poké-Trio. Dann kommen noch die Knochenwerfer, starken Partner, Banditenbande, Piranhas Go, Hyperstein und Bombe. Und dann eben hier auf Rang 10 die Stahlbrüder. Die müssen wir dann besiegen, um in die erste Liga aufsteigen zu können. Aber bis dahin dauert es halt noch. Und ganz oben auf der Spitze, da ist Aurelius, dieser gelb-goldene Falke oder was auch immer das eigentlich für ein Vogel sein soll, aber der scheint auch ein bisschen eingebildet zu sein. Naja. So, also automatisches Resistierungssystem, was möchtest du? Ich möchte kämpfen, Alte. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 17. Du kämpfst gegen das Poké-Trio. Im folgenden Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. Nimm also etwas Rücksicht. Zeig mir einen guten Kampf. Ja, und wir müssen uns natürlich wie immer auch an die Regeln halten, also an die Anforderungen, weil sonst steigen wir im Rang nicht auf. Ja, Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Und ja, und unser Kämpfername ist ja Bomber Luigi. Oh Mann, wie kam der Typ nur auf so einen Namen? Okay, ich bin bereit. Die Gegner im vollen Kampf sind der Krawallkletter Bomber Luigi und die Gestachelten, das Poké-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Ja, wenn du uns nur anfasst, wirst du schon ein blaues Wunder erleben. Let's fight! Ja, schlage deinen Gegner von 5 Runden. Na, das werde ich doch wohl hinkriegen, aber Gumbrina bitte erstmal Scanner. Wir wollen ja alle Gegner im Lexikon drin haben, also auch diese Typis. Das ist ein Poké. Poké sind Kaktusmonster mit fiesen Stacheln. Maximal GB 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Pass auf, die Stacheln, pass da halt gut drauf auf. Wenn du springst, tut es nämlich bestimmt ziemlich weh. Pokés werfen mit Teilen ihres Körpers oder fallen auf dich drauf. Außerdem rufen sie gerne Verstärkung. Lass sie uns schnell besiegen. Alles klärchen. Ja, also wir müssen uns halt immer auch an diese Bonusanforderungen halten. In dem Fall müssen wir die Typen innerhalb von 5 Runden schlagen, weil wenn wir das nicht tun, dann steigen wir im Rang nicht auf, sondern bleiben auf demselben Rang. Wir wollen ja höher kommen. Also, was machen wir denn da jetzt? Ich habe nicht wirklich Items zum Angriff dabei. Das ist irgendwie doof. Wir könnten theoretisch das Maxi-Beam verwenden, aber nee, komm. Machen wir einfach dreimal Power-Hor, dann müsste ich das ja ausgehen, ne? Gumbrina kann ja dummerweise jetzt nicht angreifen, weil die sind ja eh stachelig, aber ja, machen wir einfach den Powerhauer. Jawoll! So, da ist schon einer down und Achtung! Oh, fies! Nochmal fies! Oh, voll ins Gesicht! Das müsst ihr büßen! So, austauschen auf Kupp.
Scorpio. Und Mario, du machst dir wieder Bauerhauer, bitteschön. Doof, dass die auch nur einen Sternpunkt jeweils geben. Das ist viel zu wenig. Hahaha, was für ein Trottel. So, jetzt ist er elektrisch geladen, direkt angeführt zum Stromschlag, aber wir greifen ja eh nicht direkt an. Kupio, einfach Panzerstoß bitte. Und tschüss. So, das war auf jeden Fall in der 5-5 Runden. Und wir haben gewonnen. Und der Sieger ist Bomber Luigi. Geschafft, Mario. Bitte deine Gage. Ja, 4 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 17. Ich lass dich jetzt allein. Also man sieht sich. Hey Bomber, da bist du ja wieder. Und, hast du wieder gewonnen? Du siehst topfit aus. Weißt du, du bist mein großes Vorbild. Kommst du wohl her? Du weißt genau, dass ich dir verboten habe, da reinzugehen, also hör damit auf. Du solltest langsam lernen, Regeln zu befolgen. Und du solltest aufhören, mir ständig nachzulaufen, das finde ich so widerlich. Wenn du nicht machst, was ich dir sage, fliegst du raus, kapiert? Schon wieder Samum? Tut mir leid, dass ich dieses zertretene Weib mitgebracht habe, Marono. Mach dir nichts draus, die spielt sich immer so auf, ich mag die irgendwie nicht. Aber warum rennst du ihr auch dauernd nach? Bist du etwa verknallt? Ja, Blödsinn. Aber was auch immer, ich gehe da mal wieder. Ja, der Typ will's auch nie lernen. Und das gerade eben war ja Totskova, das ist die Sekretärin von Clubbone, dem Manager hier. Ausruhen, da brauchen wir uns eigentlich nicht wirklich. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wenigstens bekommen wir immer schön Geld und das wird ja auch immer mehr, je höher wir im Rang sind. Also, Kampf. Hallo Bomber, möchtest du dich zum Kampf anmelden? Also gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 16. Du kämpfst gegen die Knochenwerfer. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Oh, das ist aber fies. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffe schlägst. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, sowas hatten wir aber auch noch nie. Na, super. Wartet mal, da könnte ich vielleicht vorher noch schnell meine Orden ändern. Ja, Bomber, der Kampf beginnt, folge mir. Moment. Also wir dürfen keinen Hammer benutzen. Das heißt, Powerhauer und Antifort bringt uns ja mal gar nichts. Power Dots ist jetzt auch blöd. Was soll man denn da wieder rausnehmen? Ja, Spappelt das mal lieber mal drin. Der Power Dots wäre ja so praktisch. Ach, nehmen wir den Multisprung vielleicht auch raus. Oder dafür den Charge raus. Nein, wir nehmen Charge wieder kurz raus und Power Dots rein. So. Man muss sich immer dementsprechend anpassen. Und ich glaube, Gumbrina wird hier auch nicht so wirklich was bringen, weil Knochenwerfer, das sind doch eigentlich nur... So, das sind, glaube ich, eigentlich nur Knochenkoopers. Die hatten wir schon mal. Die gegen den vollen Kampf sind der Kabalkämpfer Bomber Luigi und die Kerzenknochen, die Knochenwerfer. Wir schaffen das. Von dir wird nicht mehr als ein Skelett übrig bleiben. Let's fight! So, du darfst keine Hammerattacke benutzen. Aber die haben ja praktischerweise eh nur ein KP. So, das heißt theoretisch... kann er sich eigentlich auch Kupio erledigen mit seinem Powerpanzer. Und tschüss. Der schnellste Sieg ever. Yay. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Geschafft, Mario. Bitte deine Gage. 5 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 16. Ich lasse dich jetzt allein. Also man sieht sich. Schon wieder gewonnen. Mann, du bist wirklich der Hammer. Du bist der vielversprechendste Kämpfer, den ich jemals gesehen habe. Mach weiter so. Vertrau mir, ich habe einen Blick für so etwas. Aua! Sei ruhig. Mein Bein! Alles okay.
Fass hier an. Aua! Hier lang. Halt aus. Mama! Aus dem Weg! Und das scheint einer so stark verletzt zu sein, dass er ins Krankenhaus gebracht wird. Aber schließlich wird hier gekämpft. Da passiert so etwas häufig. Na, solange das nicht mit uns passiert, ist ja im Prinzip alles okay. So, da hätte ich jetzt eigentlich meine Ohren gar nicht so wirklich umhellen müssen. Vielleicht doch lieber wieder... So. Das Erdbeben ist eigentlich ziemlich praktisch, aber ich bleib lieber da. Das ist, glaube ich, die beste Methode im Moment, also die beste Anordnung an Orden. So, wir wollen gleich weitermachen. Wir sind richtig heiß auf Kämpfe. Hallo Bomber, du möchtest dich wieder zum Kampf melden, ne? Gut, dein nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 15. Du kämpfst gegen Stachy plus Partner. Ich meine, was ist denn das für ein dummer Name? Stachy plus Partner. Im folgenden Kampf solltest du mindestens dreimal Schaden erleiden. Einseitige Überlegenheit langweilt mich. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, also diesmal müssen wir uns sogar absichtlich treffen lassen. Das ist eine der nervigsten Zusatzbedingungen. Aber wir müssen uns immer dran halten. Die Gegner im vollen Kampf sind der Kavallkämpfer Bomber Luigi und die Bombertruppe Stachy plus Partner. Also los, Mario, wir schaffen das. Gegen unsere gefährlichen Angriffe hast du nicht die geringste Chance. Let's fight! Du musst mindestens dreimal Schaden erleiden. Voll fies. Was ich mir da auch nie wirklich sicher bin, so oft ich das Spielchen durchgespielt habe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das sich das jetzt auf Mario allein bezieht oder ob auch der Partner Schaden nehmen darf und das auch schon gilt als Treffer halt, dass ich Schaden genommen habe, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob sich das nur auf Mario bezieht, aber ich glaube, das betrifft eh beide. Aber erstmal Scanner auf den Stachy. Das sind auch altbekannte Gegner aus Mario Brothers und so. Das ist ein Stachy. Die Stacheln der Stachys verursachen riesigen Schaden. Maximal KP 3, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Solange du sie nicht umdrehst, verpuffen Angriffe so gut wie wirkungslos. Also solltest du sie alle so schnell wie möglich umdrehen. Anstatt zu springen, nimmst du am besten Powerblocks wegen der Stacheln. Aber ich habe doch gar keine Powerblocks. Aber ich habe den Anti-V-Hieb. Der scheißt auf Verteidigung. Take this! Autsch. Aua! Alter, ist das fies. Na warte. So, Scanner auf den Lucky 2. Das ist ein Lucky 2. Lucky 2 sind Koopas, die auf Wolken reiten. Vor allem Koopas, die sind irgendwie ganz anders aus. Naja. Maximal KP 5, Angriffskraft Selbstverteidigung 0. Sie werfen mit Stachy-Eiern. Wenn sie Stachy-Eier tragen, solltest du nicht auf sie springen. Wir sollten sie rasch loswerden, bevor wir hier von Stachys umzingelt sind. Man weiß schließlich nie, wie viele Stachy-Eier so ein Lucky 2 dabei hat. Aber jetzt haben wir erstmal wieder die Chance auf ein Bingo! Und ich habe es sogar geschafft! Bingo! Geil! So, das Publikum ist wieder voll und BP vollständig hergestellt, ne? Das finde ich ja mal obergeil. Alles klar. Ein Sprung? Naja, Multisprung ist eigentlich auch nichts. Ne, ich mache jetzt erstmal den Antifort, dass dieser eine Stachy mal verschwindet und tschüss! Was zur Hölle? Das hat nicht funktioniert und ein Teil des Publikums ist geflohen. Okay, Problem ist, wenn die Typen sich einrollen, dann haben sie eine so hohe Verteidigung, dass es nicht mal der ATV etwas bringt, wie man gerade eben gesehen hat, voll fies. Okay, na dann, Multikopfnuss auf den Lucky 2. So, und der Typ ist schon mal hin. Er gibt auch nochmal einen Sternpunkt, das ist viel zu wenig, verdammt nochmal, gib mir mehr Sternpunkte, ihr Penner! Ich brauch doch ein Level Up! Es ist voll blöd, dass die alle nichts geben wollen. So, Verteidigung. Und Verteidigung. So können wir die Typen ja leider eh nicht angreifen. Das ist ja das Dumme. Ja, das ist irgendwie voll einen, keine Ahnung, einen Zug verschwendet. Nochmal Verteidigung. Mario, du machst nochmal den Anti-V-Hieb. Jetzt klappt's ja wieder. Also wenn die so rumstehen, dann gibt's auf der Poppes. Autsch. So, also ich hoffe, dass ich jetzt genug Schaden erlitten habe, bitte. Und zu guter Letzt noch ein ATV-Hieb. Und dann haben wir wieder gewonnen! Für den ganzen Kampf gibt es einen verkackten Sternpunkt. Das ist viel zu wenig, Mann. Viel zu wenig. Und der Gewinner ist Bomber Luigi! Das war ja ein Kinderspiel.
Bitte deine Gage. 6 Münzen erhalten hätte ich jetzt gedacht, aber wir kriegen schon wieder nur 5. Warum? Mario steigt auf Rang 15, aber okay, wir sind aufgestiegen, das passt, ja? Ich lasse dich jetzt allein, also man sieht sich. Ja, ja. Hau ab. Mit deiner Schmalzlocke. Hey, das kommt ja hier schon wieder angeschissen. Was will er denn ständig? Der Hotdog-Stand draußen soll ein neues Angebot haben. Angeblich ein Hotdog mit irgendwelchen seltsamen Eiern von einer südlichen Insel. Ich habe gehört, wenn man eins davon isst, gewinnt man. Probier's doch mal. Das hört sich natürlich sehr interessant an, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde pennen. Kostet er hier nichts. Ja, ich möchte mich ausruhen. Ah, das ist ja gleich viel besser. So, dann werden wir dem mal Folge leisten, bevor wir kämpfen. Besuchen wir den Hotdog-Stand. Ich glaube, ich habe hier sogar irgendwo noch einen Sternsplitter vergessen. Was ist hier denn los? Hallo Bomber, mein Sohn gefällt es sehr, dich kämpfen zu sehen. Dank dir war unsere lange Reise hierher doch nicht so umsonst. Oh, hallo Bomber, du bist auch ein Kämpfer? Bist du ein Freund von Dr. Toadstar? Ich habe doch schon gesagt, dass ich den Typ nicht kenne. Und oh mein Gott! Alter, was ist hier denn los? Ach so, er ist hier, Leute. Seht mal, Aurelius ist da. Und das Geile ist, man kann die einfach wegbashen hier. Man kann die wegboxen, die Fans. Damit man hier ein bisschen Platz hat. Die fliegen einfach mal alle so weg. Ja, wie war es? So, lasst mich vorbei. Hahaha, ganz schön hart, so beliebt zu sein. Streng dich ein bisschen an, das schaffst du es vielleicht auch. Ja, natürlich. Und oh, seht mal, wer schon wieder hier ist. Ja, die Diebe Nagarine, sie ist ständig auf der Suche nach seltenen Orden. Wenn sie hier ist, dann gibt es in der Arena bestimmt etwas zu entdecken. Hallo, mein süßer Mr. Schnauze, jetzt bist du also Kämpfer. Und ich bin insgeheim ein großer Fan von dir. Ist klar. Natürlich, wer es glaubt. Ja, aua, mein Fuß. Ich bilde mir ein, dass sogar irgendwas Komisches passiert, wenn man es schafft, alle Fans hier mit dem Hammer einfach wegzubashen. Weil die fliegen ja wirklich komplett weg, wie man sieht. Die sind dann einfach nicht mehr da. Und ich glaube, dann wird Aurelius sogar sauer, wenn wir seine ganzen Fans wegschlagen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Es werden ja wirklich immer weniger. Ja, was, Bomber Luigi, ein ziemlich protziger Name für einen Zweitligisten. Weg da aus dem Weg, für Zweitligisten verschwende ich nicht meine Bilder. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. So, jetzt passt auf. Sind gleich alle Fans weg. Nur weil du nicht beliebt bist, musst du deinen Ärger nicht an meinen Fans auslassen. Ja, er wird ein bisschen sauer, er sagt so, oh, du brauchst das nicht an meinen Fans auslassen. Also jetzt habe ich wirklich alle weggeschleudert mit dem Hammer, voll fies. Okay, jetzt gucke ich nur kurz, sind hier oben? Eigentlich schon, nö, ja. Ihr werdet schon noch sehen, später werden sogar mal Poster von uns hier in der Arena hängen, in der Lobby. Aber erst wenn wir ein bisschen... Wer sind Sie denn bitte, wenn wir ein bisschen bekannter sind? Das ist Brillante. Bei den Toads gehört sie zur High Society. Hast du ihr Kleid gesehen? Ist das nicht wirklich himmlisch? Unglaublich, dass sich so eine Dame auch für Kämpfe interessiert. Und dass sie auch noch eine Vorliebe für kräftig gebaute Männer hat. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Dieser Aurelius wäre ein passender Mann für mich. Nur Champions haben eine Chance bei mir. Okay, aber da gibt es ein Problem. Ich meine, du bist ein Toad und er ist ein... Vogel? Also, ob das was wird... So, und ich glaube, irgendwo hier in der Lobby soll es auch noch eine versteckte Bodenplatte irgendwo geben, wo wieder ein Orden drunter versteckt ist. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mal mehr sicher, wo genau. Irgendwo hier, oder vielleicht auch auf der anderen Seite. Ah, hier, links von, also bei der linken Treppe halt, rechts davon, haben wir wieder einen Sternsplitter gefunden. Sehr schön. Den habe ich im letzten Part ganz vergessen und dann weiß ich, wo es noch einen gibt. Oh nein, ich bin verloren! Mein Ei ist geflogen, kann es denn nicht jemand wieder einfangen? Oh mein Gott, hier ist aber gerade ein bisschen die Kacke am Dampfen. Was denn das Ding? Ja, keine Arme, keine Beine, aber sowas von wenig. Ich kriege es nicht. Und ich brauche es unbedingt für mein neues Gericht, das Eierhotdog. Ich habe dieses Ei extra von einer Ferninsel im Süden einfliegen lassen. Steh nicht so dumm rum, hilf mir lieber. Alles klar, wenn du unbedingt willst. Ich weiß gar nicht, müssen wir das nicht irgendwie mit dem Hammer erwischen und... Oh,
Oh nein, ich muss wohl erst fliegen lernen, um mein Ei da wieder runterzubekommen. Steh nicht zu dumm rum, überleg dir lieber, wie man mein Ei kriegen könnte. Und jetzt ist es da oben einfach mal eingepennt. Was ist das bloß? Tja, Leute, um da ranzukommen, müssen wir wirklich fliegen, aber das können wir ja. So, und jetzt weiß ich auch noch, wo ich noch einen Sternsplitter vergessen habe. Und zwar hier drin in der Saftbar. Na, hier, in der frische Bar. Und zwar direkt hinter den Tresen. Da ist er. Und oh, hier ist ja noch so eine Schönheit. Wer bist du denn? Eine wahre Schönheit, wie mag sie wohl heißen? Sie kommt oft hierher und ist immer ganz allein und still in der Ecke. Eine mysteriöse Dame, aber sie wird von allen bewundert. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toadster, der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Ich natürlich auch. Was gebe ich dafür, seine makellosen Kämpfe zu sehen? Tja, was mit dem Typen passiert ist, ob wir das jemals erfahren, wer weiß. Bonjour, Monsieur Schnauzer. Welche Blumen die kleine Mademoiselle wohl mag? Am passendsten wäre ja wunderschöne dornige Rosen. Dieser blöde Belvis, was macht denn der in Falkenheim? Verfolgt er uns etwa? Marius, sag mir sofort, dass das nicht wahr ist. Ja, es ist wahr. Willkommen. Hier treffen sich die Fans der Arena, um zu palabern. Männer sind doch alle gleich. Immer wollen sie der Größte und Stärkste sein. Also früher, da war ich... Ach, egal. Viel Erfolg, Göttin. Danke. Was? Bomberluigi? Entschuldige, aber die zweite Liga interessiert mich nicht. War voll fies. Wusstest du eigentlich, dass Aurelius ein ganz niederträchtiger Kerl ist? Selbst gegen Dark Toadster hat er im Kampf unlautere Mittel verwendet. So einer ist er also, das habe ich mir schon fast gedacht. Der kommt ja schon so merkwürdig rüber, aber egal. So, zu dem Ei. Wir müssen hier rauf, also es gab hier so einen blauen Schalter, den habe ich schon aktiviert. Und jetzt können wir hier hochjumpen und einfach rüberfliegen. Und schon erreichen wir das Ei. Tada! Was? Wir sollen dir helfen? Mario, was denkst du? Helfen? Nicht helfen. Helfen! Genau, lassen wir das Sammelding doch einfach in Ruhe. Aber was wird der Verkäufer dazu sagen? Schon gut, so ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Geh, wohin du willst, Kleiner, also mach's gut. Was? Was willst du? Du willst mit uns kommen? Das meintest du tatsächlich. Was sollen wir tun, Mario? Geht nicht. Kann mitkommen. Da hast du Glück gehabt, du kleines buntes Ei. Aber geh uns nicht auf den Nerven. Toll. Wir werden jetzt gerade von einem bunten Ei verfolgt. Oder begleitet, was auch immer. Und ich habe eine Mail. Ich habe eine Mail. Von wem? Ach, die RD Ausgabe 2 ist da. Leute, die lese ich noch vor, dann ist der Part aber schon wieder zu Ende. RD Ausgabe 2. Rohlingen heute unglaublich. Toadsworth 60. Der geschätzte Dauergast in Toadhorst zeigt gesteigertes Interesse an Rackle T 55. Bekannte der verwöhnten Köchin sorgten sich, diese würde sich belästigt fühlen, davon aber keine Spur. Toadsworth sind mir nun einmal gar nicht so unsympathisch, so die Aussage der Küchenfee. RD bleibt weiter am Ball und berichtet weiter. So, Shopping-Detektiv. Sehr interessant ist der Shop von Buwitsch im Großen Baum. Die Firmenpolitik des gemütlichen Inhabers, Reichtum und Frauen werden leicht untreu. Man darf sich deshalb nur nicht verkrampfen. Irgendwie verständlich, dass der Laden nicht wirklich gut läuft. Hierzu der engwillige Geschäftsbubu. Mein Laden liegt zwar etwas abseits, aber ein Besuch lohnt sich. Als Service für RAD-Leser verteilt Buwitsch in den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelte Menge Rabattpunkte. Na toll, da werde ich jetzt aber sicher nicht extra hinlatschen, vergiss es. Viel zu weit weg. So, und die Rezeptecke. Heute steht Pfeffersuppe auf dem Menü. Einfach eine Feuerblume auf kleiner Flamme kochen. Fertig. Reich an KP und BP, auch als Zwischenmahlzeit immer wieder gern gegessen. Zum Schluss, RAD, nützlich aktuell. Freu dich auf die nächste Ausgabe. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. So, war ja gerade mal die zweite Ausgabe. Gibt ja noch viel mehr und 49 Münzen. Ich würde ganz kurz noch shoppen gehen. Und zwar hier drin im Souvenirladen. Gibt's einige... nützliche Sachen, wie man sieht. Für, ja, gar nicht mal so extrem viel Geld. Donnerblitz, aber hier, das Wutbeben interessiert mich ziemlich. Das kostet 15 Münzen. Erdbeben trifft Boden und Decken gegen Angriffskraft 5. Das hätte ich gerne. Einmal. Und, na, hier Kraftpunsch.
kennen wir schon, macht größer in der Höhe die Angriffskraft. Was auch praktisch ist, ist hier so ein Tarnkäb, lässt gegnerische Angriffe öfter daneben gehen. Und das Ding ist auch eigenartig, Punktetausch, tauscht KP gegen BP, beachte die Höchstwerte. Das kann man sogar zum Kochen verwenden, aber ich glaube, das lasse ich im Moment lieber. Oder soll ich mir nochmal so ein Blutbeben kaufen? Ich kaufe mir sogar noch eins. So, gib her, passt schon. So, zwei Blutbeben gekauft, die werden mir bestimmt noch nützlich sein. Aber Leute, der Part ist jetzt leider vorbei. Und im nächsten wird sich eventuell sogar schon zeigen, was es mit diesem Ei wirklich auf sich hat. Und Kenner des Spiels werden das ohnehin wissen, was ich meine. So, ganzen Fans sind weg, Aurelius ist jetzt auch wieder weg. Na dann gehen wir wieder in den Backstage-Bereich und machen uns bereit für unseren nächsten Kampf, der aber erst im nächsten Part stattfinden wird. Weil dazu reicht es ja in dem Part jetzt leider nicht mehr. Also Leute, danke fürs Zusehen, auch wenn es jetzt nicht so extrem spannend war, aber immerhin stellt sich die Frage, was ist wohl mit diesem Ei los und was wird daraus schlüpfen und wann? Also, das zeigt sich hoffentlich dann bereits im nächsten Part von Paper Mario die Legende vom Ionator in Falkenheim. Ciao Leute!